GPS, das ist das globale Positionierungssystem der Amerikaner. Es steuert unter anderem das Navigationsgerät im Auto. Um nicht völlig von den USA abhängig zu sein, ist die EU daran, ihr eigenes Satellitennavigationssystem mit Namen Galileo zu entwickeln. Seit gestern sind die europäischen Galileo-Satelliten offiziell aktiv. Sie senden Signale zur Erde und können zur Positionsbestimmung von Autos oder Mobiltelefonen genutzt werden. 18 eigenständige Satelliten sind es zurzeit. Am Ende sollen es deren 30 sein. Marcel Anderwert hat im zürcherischen Talwil die Firma u-blox besucht, die Hightech-Chips baut, die die europäischen Galileo-Signale bereits nutzen können. Er ist ein richtiger Winzling, der hochmoderne Navigationschip, 3x3 mm klein. Eingebaut in ein Modul empfängt der Chip des Schweizer Herstellers u-blox bereits Galileo-Daten. Unsere Empfänger, die empfangen diese Galileo-Satelliten eigentlich auch schon seit längerer Zeit. Was jetzt seit gestern so ist, ist, dass diese Signale auch zuverlässig verfügbar sind. Was man hier sieht auf dem Screen, ist bei uns in Talwil der Empfang momentan von 4 solchen Satelliten. Es sind im Moment nur 11 im Orbit, das heißt, man hat typischerweise 4 bis 5 in Sicht, woraus dann hier auch die Position bestimmt werden kann. Das Galileo-Projekt war geprägt von Rückschlägen, Streitereien über die Finanzierung, Verzögerungen und vor 2 Jahren das Aussetzen zweier Satelliten in eine viel zu tiefe Umlaufbahn. Die Europäer sind mit Galileo sozusagen die Letzten im Umzug. Prinzipiell gibt es das GPS und das russische Pendant, das GLONASS, schon seit über 20 Jahren. Auch von China kommt ein System namens Beidou. Und mit Galileo kommt jetzt eine 4. große Konstellation dazu. Das heißt, es gibt primär mal mehr Satelliten am Himmel und das verbessert die Position, die Geschwindigkeit der Position und die Genauigkeit der Position. Diese höhere Genauigkeit ist wünschenswert, denn immer mehr Dienste nützen die Satellitennavigationstechnik. Hauptsächlich im Automobilbereich für die Navigation, aber mittelfristig auch für autonome Fahrzeuge. Dann für Flottenmanagementsysteme, beispielsweise für Lastwagen oder für Taxisysteme. Drohnen zur Auslieferung von diversen Gütern oder auch Notruffunktionen für solche Uhren, wo Kinder die Eltern alarmieren können mit der genauen Position. Und dank Galileo können die kleinen Chips auch dann noch Daten empfangen, wenn die Amerikaner ihr GPS plötzlich verschlüsseln sollten.